Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ich sehe hier im Chat schon Görniana, Non-Existent 77, Fast Chat. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend und natürlich auch allen weiteren, ein Fachetti natürlich auch, und allen weiteren, die noch im Hintergrund dabei sind und jetzt zuschauen. Herr Wanki, hallo, schön, dass du dabei bist. Dorosusi Negonaki, hallo. Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Ich habe mir überlegt, es könnte vielleicht interessant sein, wenn ich mein Format ein bisschen ändere, dass ich mich kürzer fasse mit dem, was so allgemein passiert in meiner Schriftstellerei und stattdessen vielleicht ein Fokusthema setze, zumindest ab und zu mal. Und was im Moment bei mir so in der Luft liegt, weil das so in meinem Umfeld öfter mal diskutiert wurde, ist die Darstellung von Action und was ist so der Reiz an actionreichen Geschichten. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte mal eine der prototypischen actionreichen Geschichten nehmen, nämlich Rambo, und heute Abend ein bisschen was über Rambo erzählen, über dieses Franchise, das ich wirklich sehr mag und das mich also seit Jahrzehnten fasziniert und begleitet. Und das würde ich heute gerne mal ein bisschen auseinandernehmen, ein bisschen analysieren, mal anschauen, warum es denn so gut ist. Vielleicht auch ein paar Sachen finden, die nicht ganz so gut geglückt sind da drin. Und eventuell das auch in Beziehung setzen zu dem, was ich so geschrieben habe. Dazu passt, dass es jetzt wirklich zufällig, dass heute eine Nachricht kam von Ulysses Spiele, nämlich, dass sie die Lizenz für das Franchise Battletech nicht verlängert haben. Und zwar ist es so, dass die auslaufen wird im April. Und das hat zur Folge, dass dann ab April auch keine Produkte mehr vertrieben werden dürfen von Ulysses Spiele. BattleTech gehört zu den Franchises, in denen ich Romane beigesteuert habe. Unter anderem die beiden, die ihr hier gerade seht. Präludium und hier noch zwei weitere. Aber diese beiden sind noch vorrätig. Und die werden jetzt bei Ulysses Spiele, ich packe mal den Link in den Chat, reduziert, stark reduziert, also auf die Hälfte des Verkaufspreises reduziert, abverkauft. Diese Battletech-Romane, die beiden, die es da noch gibt. Präludium ist ein Roman, der aus sehr vielen Schlaglichtern zusammengesetzt ist und mit diesen Schlaglichtern eine größere Nation in diesem Battletech-Universum beleuchtet. Die kann man damit kennenlernen, die Liga freier Welten. Das ist im Grunde so ein Wurzelroman, wenn man so möchte, da aus diesen vielen, vielen Schlaglichtern, da gehen dann verschiedene Triebe raus, so war das zumindest damals konzipiert. Und zwar auch dieser Roman Gier. Also Präludium ist ein direkter Vorgänger von Gier, obwohl da Andurienkriege 3 draufsteht. Andurienkriege 2, Zorn, ist praktisch ein paralleler Spross dazu. Gier ist übrigens der romantischste Roman, den ich je geschrieben habe. Also da ist eine sehr komplizierte Liebesbeziehung im Zentrum der Handlung. Also wenn euch das interessiert, jetzt habt ihr wirklich die Chance, da ganz günstig dran zu kommen und auch nicht mehr so lange. Denn wenn ich es recht verstanden habe, irgendwann im April darf es dann nicht mehr vom Verlag aus verkauft werden. Das passt jetzt zu dem Thema, das ich mir für heute vorgenommen hatte, weil das natürlich von der Action lebt. Das sagt ja schon der Name Battletech. Also auch da geht es viel um Konflikte, um Kämpfe, auch um ein militärisches Setting. Das haben wir auch bei
Rambo. Und das haben wir hier drin eben auch. Ich glaube, ich mache dann auch mal direkt weiter mit Rambo und erzähle vielleicht Aktuelles zu meiner Schreiberei einfach irgendwann mal später. Ich möchte mal mit euch durchgehen durch diese Filme, dass man zumindest mal einen Eindruck hat, worum es da geht. Dafür benutze ich diese Webseite imdb.com. IMDb steht für International Movie Database. Ist eine sehr schöne Seite mit Informationen über Filme aller Art. Und je nachdem, wie beliebt und bekannt der Film ist, gibt es da auch sehr viele Infos zu. Und zu Rambo gibt es eben sehr, sehr viel. So, jetzt nehmen wir hier mal den Bildschirm ab. Moment, das muss ich noch mal eben kurz reinziehen. So. Zack. Das ist also eine Seite aus dem ersten, zum ersten Rambo-Film von 1982 ist der. Und hier speziell geht es jetzt darum, dass man. Warum zieht er das nicht? Ah, jetzt. So. Hier speziell geht es jetzt darum, dass man mal Fotos aus diesem Film sieht. Dieser Film, der im amerikanischen Bereich First Blood heißt, ist eine Literaturverfilmung. Und zwar eine Literaturverfilmung des Romans First Blood oder im Deutschen eben Rambo von David Morrell. Und es geht um einen Vietnam-Veteranen, einen Heimkehrer. Also der Vietnamkrieg ist vorüber. Und es gibt diese Figur John Rambo, sieht man mal hier, gespielt von Sylvester Stallone, der jetzt wieder in den Vereinigten Staaten ist, ist also wieder in der Heimat und versucht dort sich wieder zu integrieren in diese Friedensgesellschaft und stößt dabei auf große Schwierigkeiten in der Welt dieses Films. Wir wissen ja, oder auch des Buches, wir wissen ja, diese fiktiven Welten sind nie völlig identisch mit der realen Welt. Wird die Erzählung praktisch aufgenommen, dass also diese Vietnam-Veteranen sehr verachtet wurden von weiten Teilen der amerikanischen Gesellschaft, dass man auf die gespuckt hat, als sie dann wieder zurück waren am Flughafen. Man weiß inzwischen, sind sehr, sehr seltene Vorkommnisse gewesen, aber das ist eben wichtig für diesen Film, dass man diese Grundannahme mal hat. Also er ist ein Ausgestoßener aus dieser Friedensgesellschaft im Grunde. Keiner will groß was mit ihm zu tun haben. Er hat große Schwierigkeiten, Jobs zu bekommen, auch wenn es nur so Gelegenheitsarbeiten sind. Und letztlich ist er dann als Landstreicher unterwegs, findet da keinen Anschluss, versucht seine Kameraden aus seiner Einheit in Vietnam wiederzufinden, stellt aber fest, dass die mehr oder minder alle tot sind. Also er ist so der Letzte aus dieser Einheit. Viele sind in Vietnam gefallen, manche eben später in den USA. Also mal gleich zur Analyse übergehend. Wir haben hier eine Lone-Wolf-Figur, so einen, man würde jetzt in der Schreibtheorie dazu gerne auch Outlaw sagen. Also jemanden, der nicht eingebunden ist in eine größere Organisation. Das ist ein größeres Missverständnis, das viele Leute haben, die diese Filme oder auch die Bücher nicht kennen. Die vermuten halt, er sei ein Repräsentant des US-Militärs. Das ist in dem Sinne nicht richtig. Also er ist nicht eingebunden in diese Militärhierarchie, er ist eben ein Ex-Soldat. Der trifft auf diesen Menschen hier, der wiederum ist ein Repräsentant des offiziellen Amerika. Man sieht ja auch die Flagge auf der Jacke. Das ist der Polizeichef einer Kleinstadt, durch die Rambo also auf seiner Wanderung kommt. Und der möchte seine Stadt sauber halten und sorgt eben dafür, dass Rambo dort nicht
Halt macht und eben dann nicht als dreckiger, zerlumpter Landstreicher in dieser Stadt Fuß fasst. Das ist so seine Motivation. Das schaukelt sich hoch. Es wird im Buch auch sehr gut beschrieben. Ich finde, es wird auch sehr gut gespielt in dem Film, dass der Rambo das eben nicht einsieht. Er wird zwar von diesem Sheriff dann aus der Stadt rausgefahren, kehrt aber zurück, einfach letztlich eigentlich nur, um mal ein bisschen was zu essen. Und wird dann in Gewahrsam genommen, im Grunde ohne, dass er irgendetwas verbrochen hätte. Und wird auch sehr übel angefasst im Gefängnis dort. Nun ist er ein großer, gut ausgebildeter Soldat. Er ist Einzelkämpfer gewesen in Vietnam und schafft es deswegen, sich durchzusetzen gegen diese Polizisten. Dreht dabei auch durch, weil er Flashbacks hat. Wir würden heute sagen, das war 1982 eben noch kein Thema, aber wir würden heute sagen, posttraumatische Belastungsstörung. Er wurde gefoltert, weil er in Kriegsgefangenschaft geraten ist in Vietnam. Und diese Behandlung, diese sehr raue Behandlung in diesem Gefängnis erinnert ihn daran. Und dann dreht er halt durch, schlägt da einige Polizisten zusammen, klaut sich ein Motorrad und flieht in die Wildnis. Da hätte es dann eigentlich enden können, aber dieser Sheriff, den wir hier sehen, der ist halt sehr gekränkt in seiner Ehre, dass da seine Polizeistation auseinandergenommen wurde und setzt ihm halt nach mit so einem Trupp, die Rambo halt verfolgen und einfangen wollen. Da haben sie sich insofern den Falschen ausgesucht, weil John Rambo eben trainiert ist darin, in der Wildnis klarzukommen und zu überleben. Also er kann da in so einer Höhle zum Beispiel mit improvisierten Fackeln unterwegs sein und so weiter. Also er ist da sehr agil in diesem Waldumfeld. Später wird dann noch die Nationalgarde gerufen und sowas. Ja. Und da auch ein wichtiges Detail. John Rambo wird hier als eine Figur charakterisiert, die niemanden töten will. Also er wehrt sich zwar, er sieht nicht ein, dass er sich da jetzt einfangen lassen soll, aber er tut das auf eine Art und Weise, wo er zwar Leute verletzt, auch schwer verletzt, aber niemals tötet. Er baut Fallen und so weiter. Er bringt einige Hunde um, die ihn halt auf ihn gehetzt werden, aber keine Menschen. Es kommt zu einem Unfall, wird da tatsächlich als Unfall dargestellt, wo dann doch jemand zu Tode kommt von diesen Verfolgern. Das ist aber nicht seine Intention. Eine wichtige Figur auch in dem Franchise, die da auf den Plan gerufen wird, ist er hier, Colonel Troutman. Das ist nämlich zunächst mal der Ausbilder von John Rambo gewesen und später in Vietnam der Führungsoffizier. Das ist eine Vertrauens- und Vaterfigur für John Rambo, der aber für ihn nicht erreichbar war, als er nach Amerika zurückgekehrt ist. Es wird nie so explizit ausgesagt, soweit ich mich erinnere, aber es wird so ein bisschen impliziert, dass das Militär auch wieder davor war, diesen Kontakt zu gestatten. Also dass die die Briefe unterschlagen haben, die Rambo geschrieben hat und so weiter. Das Ganze hat unterschiedliche Enden in dem Buch und in dem Film. Letztlich schaukelt es sich so weit hoch, dass Rambo halt sagt, wenn ihr mich hier nicht in Ruhe lasst, dann muss ich die Sache eben jetzt mal richtig regeln. Er fährt dann zurück in diese Kleinstadt mit Hilfe von Militärgerät, das er sich da geschnappt hat von seinen Verfolgern. Kann er dann auch diese Stadt zerlegen? Auch da wieder, er bringt im Grunde erstmal niemanden um, bis auf diesen Sheriff später, weil dieser Sheriff eben einfach nicht von ihm ablassen will. Das ist also dann letztlich so eine Mann-gegen-Mann-Geschichte dort. Das unterschiedliche Ende liegt darin, dass in dem Buch, das ja als Vorlage diente für den Film, Rambo stirbt. Also das überlebt er dann da nicht. Ne? Also es ist eine ganz tragische Geschichte von jemandem, der
im Grunde alles für sein Land geben wollte, von seinem Land aber sehr schlecht behandelt wurde, in Gestalt dieses Sheriffs ganz besonders. Da wird das kulminiert das halt so. Und der dann keinen Platz findet in dieser Gesellschaft, auch keine Möglichkeit, sich Gerechtigkeit zu verschaffen und dann letztlich stirbt an der Auseinandersetzung mit dieser Friedensgesellschaft. Im Krieg sehr erfolgreich, hochdekorierter Veteran, aber nicht mehr integriert werden konnte in diese Friedensgesellschaft. In dem Sinne eine sehr nachdenklich machende Geschichte. Vom Schreibstil, von der Schreiberei her sehr zum Teil detailverliebt, was so Waffentechnik, Überlebensmöglichkeiten in der Wildnis und so weiter angeht. Also da hat man da, das trägt sehr, sehr zu der Stimmung von der ganzen Sache bei. Ja. Also das, da merkt man schon, dass da der Kollege David Morrell also eine sehr gute Stimmung erzeugen konnte. Ich kann selbst nicht beurteilen, inwieweit das alles wirklich stimmt, was da drin steht, ob das sich tatsächlich so verhält. Es wirkt aber extrem glaubwürdig. Das ist der erste Film. Jetzt wurde hier im Chat schon gesagt, gesellschaftskritisches Action-Drama von Nonexistence 77. Das würde ich absolut unterschreiben. Also diese Gesellschaftskritik, sowohl im Hinblick darauf, warum haben wir die Leute da nach Südostasien geschickt, was sollte das überhaupt, was hat dieser ganze Krieg gebracht, als auch, wie können wir die jetzt so schlecht behandeln, nachdem die zurückgekehrt sind. Das ist ja bis heute auch ein Thema in den USA. Wie geht man mit den Veteranen um? Ist immer, wenn da Wahlkampf ist, ist das auch oben auf der Agenda. Ja. Ob die denn vernünftig behandelt werden mit ihren Leiden, die da sich zugezogen haben, weil sie eben für ihr Land dort gekämpft haben. Das wird also thematisiert, so eine gewisse Bigotterie auch. Es wird durchaus, man kann es auch so sehen, dass da eine gewisse Kritik dran ist, wie das Militär Leute verheizt oder mit welcher Selbstherrlichkeit manche Obrigkeitsorgane in Gestalt dieser Polizisten dort agieren. Trotzdem im Vordergrund steht natürlich die Actiongeschichte, steht die persönliche Geschichte eines Mannes, der sich gegen alle Widrigkeiten stellt und auflehnt. Im Film wahrscheinlich sogar noch stärker als im Buch, einfach durch die Gestalt von dem Sylvester Stallone, der ja nun ein sehr muskulöser Schauspieler ist, also auch wirklich diese Kraft schon durch seine Physis repräsentiert, diese Durchsetzungsstärke. Was man aber, glaube ich, wirklich, um der Sache gerecht zu werden, im Kopf behalten sollte, ist, dass es eben nicht ein Film ist, bei dem man, oder eine Geschichte ist, bei der man sagt, jemand geht jetzt völlig unbedacht damit um, dass er lauter Leute umbringt, um seine Ziele durchzusetzen. Das ist absolut nicht der Fall. Das ist nicht die Intention des Films. Es sind auch viele Leute überrascht, weil es halt so ein gewisses Image hat, wenn sie dann diesen Film mal sehen oder wenn sie dieses Buch mal lesen. Und dann denken sie ja, dann ist das ist vielleicht doch eine sehr viel differenziertere Geschichte, als es verwendet wird allgemein. Man sagt ja, wir brauchen keine Rambos und meint damit dumme Leute, die einfach nur Sachen kaputt machen wollen und auf Befehl irgendwo hingehen und was zerschlagen. Ja. Rambo wird beschrieben als ein Sohn von, also in seiner Ahnenlinie zwischen Indianern und ich glaube Navajo und Deutschen. Das sind so seine Vorfahren. Und als hochintelligent, sonst wäre er gar nicht genommen worden bei dieser Eliteeinheit, die ihn da ausgebildet hat. Das entspricht also gar nicht diesem Bild und zum Militärbild habe ich ja schon was gesagt. Negonaki war 2018 in Vietnam, hat sich da ein Tunnelsystem bei Saigon angesehen und fand die Erinnerungskultur in Vietnam sehr befremdlich. Ja, aber da sind wir Deutschen auch
ungewöhnlich. Also das kann ich, glaube ich, sagen, weil ich mal eine Weltreise gemacht habe und überhaupt einige Zeit mal im Ausland war. Ich glaube, da haben wir eine sehr besondere Erinnerungskultur. Zum Beispiel in Thailand gibt es so ein Nationaldenkmal, da steht drin, die Grenzen Thailands sind mit den Knochen unserer Soldaten gezogen. Das ist dort also ein etwas, was also jetzt nicht irgendwie versteckt irgendwo steht, das ist die große Inschrift dort. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Denn es gibt ja noch weitere Rambo-Filme und Bücher. Der wahrscheinlich bekannteste ist der zweite Teil, Rambo 2, der Auftrag. Auch da gibt es natürlich Fotos. Das hier, zumindest so ähnlich, hatte ich sehr lange Zeit. Also das ist natürlich eine spanische, glaube ich, Ausgabe. Aber so die deutsche Version von diesem Plakat hing in meinem Kinderzimmer. Also das hat mir sehr gut gefallen damals schon. Diese Pose mit dem freien Oberkörper, dem Stirnband, diesen hervortretenden Muskeln. Ich glaube, dass das sehr viel aussagt über diese Figur auch. Das ist sehr, sehr ikonisch dort. Diese Geschichte basiert logischerweise auf dem Ende des Films und nicht auf dem Ende des Buchs, denn Buchfassung hat ja beim ersten Teil geendet mit dem Tod von John Rambo. Trotzdem hat auch hier David Morrell den Roman geschrieben. Dementsprechend ist jetzt natürlich eine Romanadaption von diesem Film. Der hat das ganz schlau gemacht. Als er die Rechte an seinem Stoff verkauft hat, hat er gesagt, ja, es darf dazu Romane geben, aber nur, wenn ich die selbst schreibe. Also niemand anders darf Romane schreiben in diesem Rambo-Universum. Und bei diesem Film geht es darum, dass Rambo, der ja ein Vietnam-Veteran ist, zurückgeschickt wird nach Vietnam. Wir erinnern uns, der Vietnamkrieg ist da lange vorbei, also schon Jahre oder Jahrzehnte. Ja, Jahrzehnte ist er da schon vorbei. Und es greift zu so diesem Mythos auf, dass aus irgendeinem Grund, der mir nie irgendwie plausibel erschien, dass die vietnamesische Regierung immer noch Kriegsgefangene aus diesem Vietnamkrieg hält. Also dass immer noch Amerikaner in Vietnam gefangen gehalten werden. Und der titelgebende Auftrag für John Rambo ist, geh nach Vietnam und mach für uns Fotos von geheimen Gefangenenlagern. Und mit diesen Beweisen können wir dann da irgendwie was machen. Ja? Und John Rambo ist dann da unterwegs und findet diese Gefangenenlager, zumindest eines davon, und sieht, wie da seine ehemaligen Kameraden, die kennt er jetzt nicht persönlich, aber er empfindet das halt als seine Kameraden. Und die erregen halt sein Mitleid. Und deswegen begnügt er sich nicht damit, Fotos zu machen, sondern er befreit die in diesem Lager festsitzenden Gefangenen. Sehr zum Missvergnügen seines Führungsoffiziers dort, das ist Herrn Murdoch, der diese Operation leitet. Das ist so ein Schreibtischmilitär. Und dieser Murdoch sorgt dann dafür, dass Rambo nicht wie geplant extrahiert wird mit einem Hubschrauber, sondern dass man ihn zurücklässt. Dann gerät er eben in Gefangenschaft, kämpft sich da wieder raus und kehrt dann zurück zu diesem Stützpunkt und zerstört das dortige Equipment. Hat natürlich die Gefangenen dann mitgenommen, die hat er ja befreit. Und nimmt eben seinem eigenen Führungsoffizier, diesem Troutman, das Versprechen ab, dass man sich um die jetzt auch kümmert.
Hier hätten wir also dann mal diesen Murdoch, diesen Schreibtischmilitär, der auch keine Uniform trägt, sondern eben hier Hemd und Schlips und so. Und ansonsten hat das eben sehr viele Szenen, die im Dschungel spielen. Das ist also eine sehr grüne Landschaft, landschaftlich schön, sag ich mal. Was da eine Besonderheit ist, das gab es in dem ersten Film überhaupt nicht und ich glaube in den anderen zumindest in dieser Form auch nicht. Es gibt eine sich anbahnende Liebesbeziehung mit dieser Dame hier, der einheimischen Agentin Co Bao. Das ist also eine Vietnamesin, die da für die Amerikaner spioniert und die eben auch weiß, wo dieses Lager ist. Und das ist so seine Verbindung, als er da abgeschmissen wird über dem Urwald mit dem Fallschirm. Und die verlieben sich ineinander. Was da vielleicht auch unterschätzt wird, ist, dass diese Figur eben nicht wie in vielen anderen Actionfilmen nur so ein Beiwerk ist, so die das notleidende Fräulein, das gerettet werden muss, sondern die läuft da schon selbst mit der Maschinenpistole durch die Gegend und ist auch an der Befreiung von Adlan, nicht von Adlan, von Rambo beteiligt. Und hat allerdings trotzdem eine sehr kleine Rolle. Also das ist ein ganz, ganz klar auf eine Figur zugeschnittenes Franchise, nämlich auf die Figur John Rambo. Was sehr ikonisch ist und in diesem Film noch stärker rauskommt als im ersten Teil, sind zwei besondere Waffen, die John Rambo benutzt. Das eine ist ein Messer, ein ganz besonderes Messer, so ein Überlebensmesser, so ein Dschungelding, also wo man auf der einen Seite so eine Säge dran hat. Das erste Messer ist schon mal riesig, dann hat das dann so eine gesägte Kante auf der einen Seite. Man kann das aufschrauben, dann hat man in dem Griff drin einen Angelhaken und eine Schnur und Streichhölzer und sowas. Und der Knauf von dem ganzen Ding ist ein Kompass. Das ist sehr beliebt unter den Rambo-Fans. Das gibt es auch in verschiedenen Varianten. Das ist nämlich in jedem Film ein bisschen anders. Gibt es das also als Merchandise zu kaufen? Und natürlich hat ein Klassenkamerad von mir das auch. Da war ich sehr neidisch. Das andere ist ein Bogen, ein besonderer Bogen. Der hat eine Sehne, die über zwei Rollen läuft. Das hat offenbar was damit zu tun, dass man dann da mehr Wumms hinter den Pfeil bekommt. Und der hat halt verschiedene Pfeile, unter anderem mit so Sprengköpfen. That's a knife, sagt Dispaginus. Das kommt allerdings aus Crocodile Dundee, hätte hier aber auch gut gepasst. So, ich glaube, Rambo 2 haben wir dann im Wesentlichen abgehandelt. Da kann man sagen, ach so, das sollten wir vielleicht doch nochmal erwähnen. Es gibt da, wenn man das jetzt mal reinwertet davon, wie jetzt die Geschichte erzählt ist, dann haben wir da im Midpoint, also zur Mitte der Geschichte hin, wo Rambo gefangen genommen wird, haben wir da die typische Steigerung. Man hat erst als Gegner, also man hat so als unterschwelligen Gegner, der nicht so offensichtlich ist, die Bürokraten im US-Militär. Ja, die also ja Rambo nur als Vorwand benutzen und eigentlich wollen, dass der, wenn er überhaupt Fotos macht, dass die dann halt verschwinden auf dem Weg, bevor die zum Kongress kommen und so. Also eigentlich so ganz schmierige Typen repräsentiert durch diesen Murdoch. Aber als diejenigen, die jetzt die Actionhandlung tragen, hat man zunächst mal als Gegner die Vietnamesen, die dieses Lager bewachen. Und dann im Midpoint werden die unterstützt, überlagert, könnte man auch sagen, von Russen. Also die Russen sind nach wie vor die Verbündeten der bösen Vietnamesen. Und die kommen dann an und wenn die dann eben sich mit Rambo beschäftigen, dann ist echt der Spaß vorbei und die haben dann auch eine Hand zum Beispiel, also dieses spezielle Fluggerät hier, diesen Hubschrauber, der spielt dann auch eine wichtige Rolle. Also vom Drehbuch, vom Geschichtenerzählen her ist das sehr,
schulbuchmäßig im Grunde, mit dieser ständigen Steigerung immer noch mal den Gegner etwas stärker machen. Rambo als Hauptfigur auch immer etwas aufbauen. Er lernt immer dazu, also er kann da immer seine eigenen Fähigkeiten auch verbessern. Er ist auch vom emotionalen Involvement her immer stärker. Erst dadurch, dass er die Kriegsgefangenen findet, dann dadurch, dass diese geliebte Frau da über den Jordan geht, wird dieser abstrakte Auftrag, dass er für etwas kämpft, was er intellektuell gut findet, wird zu etwas sehr Persönlichem, wird eine sehr persönliche Angelegenheit. Er hat dann auf einmal persönliche Gegner, die ihm persönlich wehgetan haben. Eine ganz typische Steigerung für Actiongeschichten. Also handwerklich absolut 1A gemacht, kann man nichts gegen sagen. So, wir schauen mal weiter. Also was man da vielleicht mitnehmen sollte, ist, dass da neu ist, dass diese kurze Liebesgeschichte da drin ist. Das ist also untypisch für diese Rambo-Reihe. So, jetzt kommen wir zum Tiefpunkt dieses Franchises. Der Film, den viele Rambo-Fans gerne totschweigen möchten, Rambo 3. Ist auch in der Rezeption insofern fast schon ulkig, weil dieser Film tatsächlich von irgendeinem Kritikergremium, das aber wohl gar nicht so unwichtig ist, als besonders wertvoll ausgezeichnet wurde. Und zwar als besonders wertvoller Abenteuerfilm. Und dann hatten die, tatsächlich sind die umgefallen, weil es natürlich so diverse geifernde Rambo-Gegner gibt, die gesagt haben, ihr könnt doch nicht so einen Film besonders wertvoll machen, haben dann irgendeine Ausrede gefunden, angeblich, dass in der Werbung drin stand, es sei ein Actionfilm und kein Abenteuerfilm. Er war aber als Abenteuerfilm ausgezeichnet, um ihm dann diese Auszeichnung wieder wegzunehmen. Also eine ziemlich lächerliche Veranstaltung im Grunde. Auch hier kann man sagen, er ist von der Tricktechnik und diesem ganzen Krempel alles in Ordnung. Ja, also da kann man nicht meckern. Aber ich hatte immer den Eindruck, und damit bin ich auch nicht alleine, dass der tatsächlich da draufgesattelt wurde, um dieses gut laufende Franchise noch mal ein bisschen zu melken. Also, worum geht's? Wir gehen nach Afghanistan. Das ist noch vor, weit, weit vor 9/11 gewesen. Das heißt, in Afghanistan waren da die Russen. Also Russland hatte ja mal Afghanistan besetzt und entsprechend waren die afghanischen Widerstandskämpfer, die Mudschahedin, waren zu der Zeit die Guten. Jetzt kommt der Kollege Troutman, den wir ja schon aus den ersten beiden Filmen kennen, also so diese Vaterfigur für Rambo, der wird in Afghanistan gefangen genommen und dann eingekerkert in einem Militärstützpunkt der Russen natürlich. Und Rambo wird jetzt angeheuert, um zu sagen, wir können hier nichts Offizielles machen, aber hol den doch mal raus. Also haben wir wieder unsere Ein-Mann-Armee am Start. Das zieht sich so durch. Die haben immer die Konstellation, diese Rambo-Filme, auch ganz wichtig für Actionfilme, dass man einen einzelnen Helden hat, der praktisch gegen eine unglaubliche Übermacht steht und sich da dann eben mit Mut, Kraft und Geschick durchsetzt. So auch hier. Er braucht natürlich schon so ein paar Verbündete, deswegen will er mit diesem Mujahedin was werden. Hier sieht man den bei einem typischen Spiel, das es tatsächlich wohl gibt in Afghanistan. Das ist so ein Reiterspiel, wo man eine Ziege, also zwei konkurrierende Mannschaften, und man gewinnt, wenn man eine Ziege über die Ziellinie trägt. Wird also auch mit viel Emphase gespielt, dieses Spiel. Also da kann man sich auch gerne mal gegenseitig in die Fresse hauen. Das wird da erwartet, um an diese Ziege zu kommen. Wer den siebten Phileas-Fass-Band gelesen hat, Rosentempel, da wird das im Grunde dasselbe Spiel gespielt mit den Ferkinas. Ist allerdings jetzt nicht, obwohl ich das geschrieben habe, ist das jetzt keine direkte Adaption aus diesem Motiv aus den Rambo-Filmen, denn das steht auch in der Regionalbeschreibung für diese Gegend in Aventurien schon drin.
Also von daher ist das da schon verankert gewesen in Aventurien. Aber mein Bild, meine Vorstellung von dieser Art von Wettkampf ist sicherlich geprägt aus diesem Rambo-Franchise. Also, was läuft da jetzt? Er ist da jetzt in Afghanistan, gemeinsam mit dem Mujahedin kann er dann da angreifen, bei diesem Stützpunkt. Aber natürlich ist er derjenige, der dann da alleine reingeht, sogar zweimal und dann da seinen Kumpel rausholt. Er befreit dann also seinen Offizier. Auch hier David Noel hat das Buch dazu geschrieben. Dieses Buch, zumindest diese Ausgabe, ist eine absolute Frechheit. Warum? Weil hier gar nicht, zumindest für mich war das nicht ersichtlich, als ich das gekauft habe. Also meiner Meinung nach ist hier nicht ersichtlich, dass es sich um eine gekürzte Version handelt. Ich weiß nicht, ob das Original möglicherweise auch gekürzt ist gegenüber dem Film, der Überlänge hat. Aber hier findet man so Passagen, da sind dann Absatz, drei Punkte, Absatz. Und dazwischen fehlt einfach was. Und das kann ich natürlich schlecht haben. Ja? Also kann ich nicht gut mit klarkommen. Vielleicht gibt es auch eine ungekürzte Version. Das würde ich natürlich sehr begrüßen. Jedenfalls, da wollen wir uns gar nicht lange mit aufhalten. Das schreiben wir mal ab, als man hat noch ein bisschen Geld aus dem Franchise genuckelt. Dann aber, sehr zu meinem Wohlgefallen, hat man John Rambo gedreht. Und das ist für mich ein neuer Trend in diesem Helden, Action-Helden-Genre. Den Sylvester Stallone begründet und den andere Leute dann mit aufgenommen haben. Er hat sowohl Rocky, das ist das andere große Franchise von ihm, als auch Rambo eingeparkt. Eigentlich sehr untypisch. Normalerweise sagt man, der Actionheld, und das sah man ja auch auf den Filmbildern vorher, ist grundsätzlich mal Mitte 20, altert auch nicht, und eben ein kräftiger, selbstbewusster, durchsetzungsstarker Mann. Damit wird hier gebrochen. Also man zeigt Rambo hier als einen wirklich alten Menschen, einen alten Mann. Er ist immer noch sehr kräftig, klar, aber es wird auch in der Darstellung des Films und so wie er gefilmt wird und wie er gezeigt wird, wird schon Wert darauf gelegt zu sagen, es ist jetzt ein alter Mann. Der lebt, das ist vielleicht auch eine Besonderheit für amerikanische Actionhelden, in einem buddhistischen Umfeld. Er ist kein Mönch, aber er steht einigen Mönchen sehr nahe. Und das ist übrigens auch schon im ursprünglichen Roman so, dass John Rambo also Zen-Buddhist ist. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich, wenn man so daran denkt, welche Eigenschaften hätten eigentlich amerikanische Helden. Ja. Aber das wird auch durchgezogen durch dieses Franchise. Also er lebt in so einem klösterlichen Umfeld. Er versorgt dieses Kloster dadurch, dass er so Schaukämpfe, oder Schaukämpfe sind das eigentlich nicht, so Bare-Knuckle-Fights im Grunde. Also dass er so Ringkämpfe. Mir fehlt das richtige Wort. Also der prügelt sich mit anderen Leuten für Geld vor Publikum. So, ne? Und außerdem fängt er noch so ein paar Schlangen und sowas, ja, und damit unterstützt er halt diese Mönche. Jetzt ist es so, dass eine Gruppe christlicher Missionare dahin kommt. Wir reden hier von Myanmar, also wir sind nach wie vor in Südostasien unterwegs. Und diese christlichen Missionare, die wollen gerne halt natürlich da den christlichen Glauben verbreiten, aber wie das eben Missionare häufig machen, eben auch die medizinische Versorgung der Landbevölkerung da unterstützen. Ne? Und er bringt die halt auf diesem Fluss, fährt er dann da mit seinem Bötchen, das sieht man hier, da ist er also in dem Boot, am Ruder sozusagen. Und da bringt er die jetzt also an die Stelle, wo die halt hinwollen. Und er fährt dann natürlich auch recht schnell, dass die alle einkassiert worden sind. Denn Myanmar, üble Geschichte mit Militärherrschaft und so. Und schau noch mal, ob ich da irgendein schönes repräsentatives Foto finde. Wir haben hier wieder so ein bisschen
So eine, also das ist wirklich gar keine Romanze mehr. Das ist mehr so eine Vater-Tochter-Dynamik, die sich da entwickelt. Das ist eine von diesen Missionarinnen. Die sieht in Rambo im Grunde einen guten Mann. Und die überredet ihn letztlich auch, dass er die dann dahin fährt. Ja. Und die gerät natürlich auch mit in Gefangenschaft. Es ist aber keine erotische Spannung zwischen diesen Figuren. Das ist wirklich mehr eine Vater-Tochter-Geschichte. Aber durchaus eine gewisse Zärtlichkeit, die da mitspielt. So, jedenfalls, die werden jetzt da einkassiert und werden da gefangen gesetzt von den Militärs, die das halt doof finden, dass da Amerikaner unterwegs sind. Und dann werden Söldner angeheuert, sehr vielschrötige Kameraden, die dann da wieder raushauen sollen. Denn offiziell kann man da natürlich nichts machen, ist klar. Rambo ist natürlich was ganz anderes klar, nämlich dass diese vielschrötigen Söldner da keine Schnitte haben, weil die sich da in der ganzen Gegend nicht auskennen. Also bringt er die zwar dahin, wo er diese Missionare auch abgesetzt hat, aber er kommt halt selbst mit. Und natürlich ist er da derjenige, der den Laden rockt. Also die anderen, die haben alle natürlich keine Schnitte und werden dann nach und nach abserviert von den bösen Militärs. Und Rambo rettet den Tag und haut natürlich jetzt hier diese Missionare dann da raus. Überraschend, also für mich überraschenderweise lebt dieser, also ja, es sind alle diese ganze Reihe sind natürlich Actionfilme, ja, also das muss einem klar sein, die Action trägt das. Aber auf dem zweiten Platz dessen, was diesen Film hier trägt, für mich überraschend, ist durchaus die Charakterzeichnung von John Rambo. Als diesem durchaus desillusionierten Mann, der eben viele üble Dinge erlebt hat in seinem Leben, der oft verraten worden ist, der trotzdem nicht bereit ist, seine Ideale völlig aufzugeben, der also durchaus auch in einer gewissen Mitmenschlichkeit verpflichtet ist, zum Beispiel gegenüber diesen Mönchen, der aber die Welt erlebt als einen sehr, sehr brutalen Ort und sich selbst erlebt als jemanden, der durch das, was sein Leben geprägt hat, im Grunde immer in dieser Kriegerschiene gefangen sein wird. Also selbst wenn er was anderes machen wollte, könnte er das gar nicht. Und der wird eben gegenübergestellt, insbesondere dieser jungen weiblichen Missionarin, die eben völlig idealistisch in die Welt blickt und sagt, nee, wir müssen hier immer Gutes tun, dann wird die Welt eben auch besser. Das ist interessant in der Figurenkonstellation. So, und dann hätte man ja eigentlich gedacht, jetzt ist gut, aber sie haben zu meiner großen Freude noch einen weiteren Rambo-Film gemacht, Last Blood. Da erinnern wir uns, es ist ja so, dass der erste Teil im Original First Blood heißt. Und dementsprechend konsequent ist es, wenn der letzte Teil dann eben Last Blood heißt. Das ist ein Film, von dem sich der Buchautor, der also diese Figur John Rambo erfunden hat, distanziert. Er möchte ganz klarstellen, dass er mit dieser Art Geschichte nichts zu tun haben will, dass er die nicht inspirierend findet. Er ist also der Meinung, mit seiner Figur John Rambo können sich viele Leute identifizieren, so wie er die beschrieben hat, auch so wie die in den späteren Filmen, also eigentlich allen Filmen bis auf diesen letzten dargestellt wurde. Da kann man sich gut mit identifizieren. Ist eine moralische Figur letztlich, die eben in einer sehr unmoralischen Welt agiert und versucht da klarzukommen, natürlich nicht immer den optimalen Weg geht, aber wo man irgendwo mitleiden kann, wo man Empathie dazu hat. Der John Rambo, der hier geschildert wird, ist zunächst mal ein Familienmensch. Der lebt also auf seiner Farm mit der Haushälterin, auch hier sehr platonische Geschichte. Und ich weiß gar nicht, da lebt noch so eine junge Frau mit. Ich glaube, das ist die Tochter von der Haushälterin. Es ist nicht Rambos
Doch, das könnte eventuell auch die Nichte sein. Also auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Distanz ist dazwischen. Er selbst hat so ein bisschen seinen Frieden gemacht. Er ist ja jetzt auch wieder in Amerika und hat aber so aus, einfach weil das sein Interesse ist und weil er das gut kann und weil er sein Leben damit verbracht hat, hat er seine Farm so ein bisschen zu einer Festung ausgebaut. Also er hat so ein Tunnelsystem angelegt, wie man das eben so aus Vietnam kennt und sowas. Einfach weil das ihm hilft, so mit seiner Vergangenheit umzugehen. Ja. Natürlich hat er auch sein privates Waffenlager, das wird noch später wichtig in dem Film, das ist entscheidend. So, und diese junge Dame, die da in diesem Haushalt da mitwohnt, die fährt also zu einer Freundin nach Mexiko. Und in Mexiko gerät sie dann an so einen, ja, so einen Zuhälterring, kann man sagen. Also die cachen sie dann da mit K.O.-Tropfen oder irgendwie sowas, ja, und sehen dann zu, dass sie dann als Zwangsprostituierte da eingelocht wird in Mexiko. Natürlich, wir erinnern uns, wichtig für einen Actionfilm, der Held muss die Sache reißen. Also er darf jetzt nicht irgendwie zur Polizei gehen und die regelt das dann. Das versteht man dann vor dem Hintergrund dieser Logik, dass von der Geschichtenerzählung her ausgeschlossen werden muss, dass die Polizei irgendwie hilfreich unterwegs sein könnte. Das heißt, und das wird sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht als problematisch gesehen, insbesondere die mexikanische Polizei wird als Stammkundschaft dieses Zwangsbordells dargestellt. Ja? Also die sind da unter einer Decke mit den Kriminellen. Von denen ist also nichts zu erwarten. Die amerikanischen Jungs können sowieso nichts machen, weil es ist ja jenseits der Grenze. Also hat man die Situation geschaffen, in der John Rambo die Sache selbst in die Hand nehmen muss. Also, der alte Mann fährt nach Mexiko und sieht zu, dass er mit sehr straightforward Ermittlungsmethoden rausfindet, wo denn so seine Tochter ist und holt die da raus, mit bewährten Mitteln, sag ich mal. Am Ende dieses Films ist es tatsächlich so, also der bringt die natürlich da alle gegen sich auf, logisch, ja, dann verfolgen die ihn bis zu seiner Farm, da haben wir ja praktischerweise unser Höhlensystem und dort kommt es dann halt zum Showdown. Rambo wird aber ordentlich angeschossen und verblutet dann halt nachher da in seinem Schaukelstuhl. Hat aber natürlich gewonnen, das ist klar. So, damit ist diese Rambo-Saga zu Ende. Mir persönlich, natürlich ist mir klar, dass die Mexikaner extrem klischeehaft dargestellt sind in diesem Film und überhaupt nicht wirklichkeitsgetreu. Aber ich verstehe, dass das geschieht vor dem Hintergrund, dass man diese Action-Story mit dem alleinigen Helden erzählen möchte. Und vor dem Hintergrund ist das dann für mich ein Film, den ich wirklich gerne geguckt habe. Also ich habe ihn sogar zweimal im Kino angeschaut. Der Autor David Morrell, wie gesagt, distanziert sich davon, weil das wirklich einfach, ich nehme das Gesetz in meine eigenen Hand. Also das ist vielleicht der Rambo-Film, der diesem Klischeebegriff Rambo am nächsten kommt. Aber ich habe ihn wirklich gerne gesehen, ich kann es nicht anders sagen. Hat mir gut gefallen. Es hat auch nicht mein tatsächliches Bild der Mexikaner irgendwie negativ beeinflusst, weil mir klar ist, und ich glaube, das ist auch dem wesentlichen Teil des Kinopublikums klar, dass es eben Fantasie-Mexikaner sind, die für diesen Film funktionieren müssen und kein Dokumentarfilm über Mexiko.
Ist übrigens von 2019, also noch sehr neu, dieser Film. Was ich wiederum sehr sympathisch finde, dass auch da Rambo eben als wirklich alter Löwe sozusagen dargestellt wird. Ja, also der ist eben nicht mehr so der fitte junge Jungspund, der das alles alle lockerer wegsteckt und da athletisch unterwegs ist. Aber er ist natürlich auch nicht der klapprige Greis, sondern er hat schon einen Körper, der sich noch an die alte Kraft erinnert. Also der ist ja immer noch sehr muskulös und alles. Und natürlich sehr erfahren. Immer noch jemand, der, und das ist vielleicht auch das Spannende an dieser Figur, seinen Idealen da sehr treu bleibt, dass er eben sagt, ich stehe ein für ihn ist es halt die Familie, obwohl die nicht blutsverwandt sind. Für die stehe ich halt ein, bis zum Letzten, sozusagen eine treue Seele, der aber auf der anderen Seite eben auch durch seine Lebenserfahrung, die er gesammelt hat, eben weiß, die Welt ist ein harter und mieser Ort und am Ende des Tages, muss man halt selbst die Dinge in die Hand nehmen. Alle diese Rambo-Filme haben interessante Zitate. Es kam hier schon im Chat aus dem dritten Teil, das ist vielleicht allerdings das Unglücklichste, wo er seinem afghanischen Kompagnon seine Ausrüstung zeigt und er hat halt so einen Stick, wo so Chemikalien drin sind. Wenn er die halt knickt, dann leuchten die halt, ja, und das leuchtet dann halt blau. Und dieser Afghane fragt ihn halt, ja, was ist denn das? Und er meint, ja, das ist blaues Licht. Und der Afghane fragt, um was tut das? Und er sagt, es leuchtet blau. Das ist halt oft genommen worden als Darstellung für einen übersimplifizierten Dialog. Man kann das aber natürlich auch als so etwas Spartanisches, Kriegermäßiges, dass man wirklich nur die Tatsachen feststellt, deuten. Ne? Also wäre so aus diesem dritten Film. Aus dem ersten ist das dieser Colonel Troutman ihm so als das Finale da kulminiert, sagt so, John, da heißt eben John Rambo, du musst halt sehen, der Krieg ist vorbei. Das musst du jetzt einfach mal akzeptieren. Und John Rambo dann aber sagt, der Krieg ist nie vorbei. So wie die Leute mich hier behandeln, ich bin immer noch im Krieg. Also die lassen mich nicht aus dem Krieg. Die sehen mich immer als den, der da nach Vietnam gegangen ist, behaupten, ich hätte da irgendwelche Kinder abgemetzelt. Und die lassen mich da nie raus. Ich darf nie wieder Teil dieser Gesellschaft sein. Für mich ist der Krieg nie vorbei. Da haben sich vielleicht auch einige oder große Teile des Publikums damals mit identifiziert. Rambo 2 hat für mich sehr eindrücklich so eine Szene, wo die gerade dabei sind, sich zu verlieben, Rambo und dieser Agent Cobau, wo Cobau ihn fragt, warum haben die denn dich jetzt geschickt? Ja, sie hätten doch Millionen Leute da, warum schicken die Amerikaner denn dich hier jetzt hier in den Dschungel? Und er sagt, ich bin entbehrlich. Und sie fragt dann ja, was bedeutet dieses Wort entbehrlich? Sie spricht eben nicht völlig perfekt Englisch. Und er sagt, entbehrlich ist, wenn du zu einer Party eingeladen wirst, du kommst da nicht hin und keiner verlässt dich. Dann bist du entbehrlich. Ich glaube, dieser Drehbuchautor war wirklich gut. Also insbesondere der Dialogautor. Das sind so Sachen, das sind so Alltagserfahrungen des Publikums, wo, glaube ich, viele Leute was mit verbinden können. Natürlich gibt es da in diesem Film auch ganz markige Sprüche. Er wird halt gezwungen, Funkkontakt zu dieser Basis aufzunehmen, wo der miese Typ Murdoch unterwegs ist, dieser Bürostuhl-Militär, der ihn hat halt hängen lassen, der dafür verantwortlich ist, dass er in Gefangenschaft ist. Und eigentlich wollen die Russen, dass er halt sagt, ja, ich bin hier Gefangener der kommunistischen Volksrepublik Vietnam und ich bereue alles, was ich getan habe. Und natürlich sagt er dann was ganz anderes. Murdoch fragt ihn halt, wer ist denn da an der anderen Seite? Und er sagt halt, hier spricht oder ich bin dein schlimmster Albtraum. Auch sehr markig. Also diese kurzen, markigen Dialoge sind auch so ein Markenzeichen dieser Reihe, ja.
In dem vierten Teil, also da, wo er das erste Mal als Senior unterwegs ist, wo er seine ganze Lebenserfahrung ausbreiten kann, da prallen eben, ich sagte ja schon, das ist sehr interessant, dass da diese Figur Rambo mit dieser sehr idealistischen jungen Missionarin zusammenkommt und die fragt ihn dann sinngemäß, wie ist denn das, wie kannst du denn so viele Leute umbringen, ja? Oder wie ist das denn so für dich? Und sie weiß ja, dass er viele Menschen getötet hat. Und er sagt dann, ja, töten ist so einfach wie atmen, sobald du dich daran gewöhnt hast. Das ist auf der einen Seite sehr markig, aber wenn man möchte, kann man da natürlich auch diese Warnung drin sehen vor der Verrohung der Gesellschaft und davor, was es eben mit Menschen macht, wenn man die in den Krieg schickt auch, dass die eben nicht unverändert wieder zurückkommen. Ja, also das ist, glaube ich, auch bemerkenswert, dass es eben nicht nur darum geht, dass man da schöne Effekte hat und große Muskeln zeigt, wobei der natürlich diese Figur davon lebt, dass sie so muskulös und fit ist, sondern auch eben diese Dialoge drin hat, die dann schon im Gedächtnis hängen bleiben. Was ich gerne mal machen möchte, ich habe ja öfter mal Schreibworkshops und unter anderem welche dazu, wie man denn gelungene Hauptfiguren designt, ja, komponiert für seine Geschichte. Und es gibt natürlich den Gegenspieler, es gibt den Love Interest, es gibt den Sidekick, aber es gibt natürlich auch den Helden. Und der prototypische Held, das ist jetzt eine Folie aus diesem Schreibworkshop. Da habe ich hier mal diese Eigenschaften aufgeschrieben. Das habe ich mir natürlich auch nicht komplett selbst ausgedacht, sondern das habe ich aus verschiedenen Schreibratgebern auch extrahiert und dann mit meiner Erfahrung etwas aufgepeppt. Und wenn man diese Liste mal durchgeht, und das mal mit Rambo vergleicht, dann ist das, glaube ich, schon interessant. Das erste, dieser Punkt Outlaw, das lässt sich schlecht übersetzen. Die wörtliche Übersetzung wäre ja ein Gesetzloser, also jemand, der außerhalb des Gesetzes steht. Das ist aber gar nicht unbedingt so wörtlich gemeint. Gemeint ist, es ist jemand, der außerhalb eines größeren Verbundes agiert. Ein ganz großes Missverständnis gegenüber diesem Rambo-Franchise ist halt, dass es eine große Werbung für das US-Militär sei. Das US-Militär kommt in jedem dieser Filme eigentlich schlecht weg. Er ist ein Soldat oder Ex-Soldat, Elite-Soldat sogar, aber er ist eben nicht Teil einer Militäreinheit. Er ist nicht eingebunden in einen größeren Verbund. Für eine Heldengeschichte sehr wichtig. Sehen wir zum Beispiel, um jetzt mal ein ganz anderes Genre zu nehmen, im Krimi. Ich habe mal eine Lesung besucht von einem Kriminalkommissar, der auch Krimi-Autor ist. Und der meint, der größte Unterschied, wenn er den Krimi schreibt, ist, dass er sagt, er hat da so ein Team von zwei, drei Ermittlern in seinem Romanen drin. Als er diese Lesung gemacht hat, war gerade hier in Nordrhein-Westfalen ein Ausbruch, Gefängnisausbruch von so zwei schweren Jungs, die dann auch ein, zwei Tage später gefasst wurden. Und er meinte, wenn man dieses Team, das alleine an der Ermittlung für diesen Ausbruch tätig war, wenn man das mal auflisten würde, käme man auf etwa 400 Namen. Das ist eine riesen Teamarbeit, die moderne Polizeiarbeit. Das ist aber dramaturgisch nicht verwertbar. Und so ist es hier auch. Also das ist halt in jeder dieser Geschichten, das sind wir gerade durchgegangen, wird Rambo zunächst mal isoliert. Man stellt ihn allein. Also er muss allein seine Aufgabe da, sein Ziel erreichen. Das ist wichtig, damit der Held derjenige ist, der die Heldentaten vollbringt. Und zwar allein. Er ist derjenige, der im Rampenlicht steht. Zweiter Punkt, mutig, völlig klar. Also der hat vor gar nichts Angst. Ja, der stellt sich der größten Übermacht, den ungünstigsten Voraussetzungen, wenn er meint, er muss da irgendetwas erreichen, irgendetwas durchsetzen, irgendetwas Gutes bewirken, dann tut er das unabhängig davon, welchen Gefahren er sich damit aussetzt.
Sexuell aktiv ist tatsächlich die Dimension, die bei diesem Rambo-Franchise am allerschwächsten ist. Es gibt im zweiten Film diese Agentin Cobau, die aber im Wesentlichen, ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt mal küssen in dem Film, ich glaube noch nicht mal das. Im Wesentlichen dient die dazu, dass sie ihn zusätzlich motiviert, dadurch, dass sie von seinen Feinden erschossen wird. Dadurch wird eben diese Sache sehr viel persönlicher für ihn. Normalerweise ist das eine gute Idee, wenn man jemanden sexuell oder romantisch oder sowas in der Richtung aktiv sein lässt, weil das einer Hauptfigur eine zusätzliche Ebene gibt. Also dadurch baut man eine Beziehung auf, die nicht etwas mit der Hauptgeschichte zu tun hat. Und hat dann eben eine zusätzliche Motivation für ihn, man hat eine zusätzliche Charakterisierung. Das sagt ja auch etwas über eine Figur aus, in welche anderen Figuren er sich verliebt oder wen er da attraktiv findet. Und ja, also das ist bei Rambo sehr schwach. Er hat eine Besonderheit, sicherlich, das kann man sagen also wenn wir jetzt mal bei der Filmfigur bleiben, einfach mit seiner Physis. Also er hat ja wahnwitzige Muskeln. Ne? Wir hatten vorhin dieses Filmplakat, wo das besonders hervorgehoben wird. Ne? Also das ist schon, wenn man sich jetzt so eine Reihe von 50 Soldaten vorstellen würde und dann ist dieser Typ mit dem freien Oberkörper und den dicken Muskeln da, dann sticht er da schon raus, das ist klar. Moralisch integer, ja, wenn man eine bestimmte Art von Moral annimmt. Also eine Moral, die darauf setzt, dass man sagt, ich stehe für meine Leute ein, ich bin persönlich sehr zuverlässig, bin sehr loyal. Und bin da auch, also habe da überhaupt keinerlei Zweifel und habe eine ganz klare Trennlinie zwischen, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind. Dann, wenn man sagt, das ist eine Moral, die ich akzeptiere, dann ist er eine sehr moralisch integre Figur. Nutzt sein Potenzial, wenn wir jetzt in der zweiten Spalte sind, auf jeden Fall. Also als Ein-Mann-Armee, wenn man so möchte, holt er wirklich alles raus. Das ist auch bereits im ersten Teil schon so, wenn er da in der Wildnis ist, mit diesem Wildnisleben, das er halt in seiner Ausbildung gelernt hat, mit dem Fallen bauen und so weiter. Das ist absolut gegeben. Besitzt eine entscheidende Fähigkeit, also eine Fähigkeit, die dazu dient, dieses Ziel, das er verfolgt, zu erreichen. Das sind bei ihm seine Kampffähigkeiten, ganz klar. Also er kann super umgehen mit so ziemlich jeder Waffe, die es da gibt. Vom Kugelschreiber bis zum Kampfhubschrauber, ja. Also das ist alles kein Problem. Besonders charakteristisch eben dieses Messer und der Bogen. Auch da auffällig, dass ihm öfter mal dann eben die anderen Waffen abhanden kommen, damit er damit dann auch agieren muss. Eine gebrochene Figur. Ich hatte es angesprochen, er hat das, was man heutzutage posttraumatische Belastungsstörung nennen würde, bereits im ersten Roman und im ersten Film ebenso gezeigt, weil er eben in Vietnam in Kriegsgefangenschaft geraten ist und da gefoltert wurde. Und ermöglicht Empathie in Amerika ganz sicher. Also diese Vietnam, man muss einfach sagen, die haben unheimlich viele Veteranen natürlich, ne, weil die so ein großes Militär haben und unheimlich viele Veteranen, die in Übersee eingesetzt waren und viele von denen auch in irgendeiner Form von militärischem Konflikt und bis weit in die linke politische Richtung in Amerika ist man sich eigentlich einig, dass man nicht unbedingt gut mit denen umgeht. So wie eben auch Rambo sehr rumgeschubst wird in diesem ersten Film. Also von daher ermöglicht er da sehr viel Empathie. Außerhalb von Amerika musste man das weiter abstrahieren. Eben vielleicht, dass man sagt, ja, man kann sich schon identifizieren mit einer Figur,
die versucht hat, für das Gute einzustehen, was sie eben für das Gute gehalten hat und der das überhaupt nicht gedankt wird, sondern im Gegensatz Undank ist der Welt Lohn und die dann allein gelassen wird, aber trotzdem irgendwie noch festhält an ihren Idealen. Das sind ja grundsätzlich mal sehr sympathische Züge. Plus natürlich diese Durchsetzungsstärke, wo man sagt, da möchte man sich vielleicht gerne selbst so sehen und so identifizieren. Gut. Gucken wir mal ein bisschen vielleicht auf die Wirkung, die diese Filmreihe und das alles so hat. Es ist ja ikonisch. Also dieser Begriff, ein Rambo sein oder so ein paar Rambos losschicken oder so etwas, das ist ja im Sprachgebrauch drin, selbst bei uns, also selbst in Deutschland. Man verbindet damit, glaube ich, etwas, was dieser Figur überhaupt nicht gerecht wird, aber geprägt ist durch diese Figur. Also ist auch nicht völlig falsch. Es ist wie bei den meisten dieser Sachen, ist es halt eine ganz starke Reduzierung auf ein, zwei Aspekte, die eben dem Facettenreichtum der Figur keine Rechnung trägt. Diese Filme sind sehr gut gemacht. Sie haben eine ganz eigene Ästhetik, insbesondere der zweite, der da im Dschungel spielt. Das ist halt einfach ganz primitiv, eine sehr exotische und grüne Umgebung. Das kann man sich gut angucken. Sie haben ein ganz flottes Pacing. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die von der Drehbuchführung recht schlau gemacht sind für so Actionfilme. Also, dass man da schon sagt, man hat ganz klar, eben den ersten Wendepunkt, zweiten Wendepunkt, den Midpoint hat man sehr gut ausgearbeitet, das Finale. Man hat dieses Alleinstellen des Helden, der dann alleine klarkommen muss, das ist ein ganz klares Ziel definiert, einen ganz klaren Gegner definiert, also man kann dem leicht folgen und alles. Das funktioniert sehr, sehr gut, ne? Also die sind halt sehr gut gemacht. Natürlich, obwohl es im engeren Sinne gar keine Militärfilme sind, weil das Militär ja keine Rolle spielt, beziehungsweise nur im Hintergrund steht, sind natürlich so Militär-Topoi schon dominant mit drin. Kameradschaft, der eine verlässliche Offizier, Troutman, alles, was mit Waffen zu tun hat. Jeder Größenordnung, vom Messer bis zum Hubschrauber. Ja. Das wird schon zelebriert, im Film sehr deutlich in Szene gesetzt, in den Büchern auch durchaus mit technischen Daten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, unterfüttert. Das hat so die Qualität der Technikseite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, also da gibt es öfter mal so eine Technikseite, wo dann was über einen neuen Motor in irgendeinem Auto berichtet wird. Und das hat seinen eigenen Appeal. Also ich glaube, dass das kaum jemand wirklich versteht, was da jetzt erklärt wird. Aber das hat schon eine gewisse Anziehungskraft irgendwo. Ja? Also das schaut man, das liest man sich ab und zu gerne mal durch. Ich selbst schreibe ja auch gerne Actiongeschichten, eben weil sie so klar sind. Man kann viel da auch noch mit reinpacken. Ich hatte das jetzt bei diesen Rambo-Filmen zum Teil an den Zitaten auch festgemacht. Also man muss jetzt nicht sagen, das geht nur darum, wer erschießt jetzt wen zuerst. Man kann da noch viel mit reinpacken, aber Geschichten leben einfach vom Konflikt. Und bei diesen Action-Geschichten ist der Konflikt sehr deutlich und sehr klar und sehr nachvollziehbar. Es geht eben letztlich ums Überleben oder es geht um etwas, was so wichtig ist, dass man dafür sterben würde. Ja, das ist also die maximale Fallhöhe, die man da drin hat. Und das macht diese Geschichten eben inhärent sehr interessant. Das ist auch etwas sehr Existenzielles natürlich, ja, und deswegen auch etwas, wozu viele Menschen eine Verbindung aufbauen können.
Von allen Perry Roden Romanen, die ich im vergangenen Zyklus geschrieben habe, das waren 12, glaube ich, ist derjenige, der am besten angekommen ist, ein absoluter Actionkracher. Der heißt Freundliches Feuer, Band Nummer 3163, und wurde so in dem Voting, ich hatte das in einem der vergangenen Streams, ich glaube sogar letzte Woche hatte ich das mal dargestellt. Im Voting in dem Perry Roden Forum wurde der von all diesen 100 Romanen auf Platz 2 gewählt. Also wenn man jetzt aggregiert, wie die Leute jetzt die Romane bewertet haben. Kommt also, grundsätzlich kommen solche Handlungsmuster sehr, sehr gut an. Ein bisschen seltsam war das für mich, weil der erschienen ist ziemlich kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine. Da kann man dann auch schon draus schließen, das ist auch richtig geschlossen, dass ich den vorher geschrieben hatte. Da war also dieser Überfall noch nicht erfolgt. Aber dann hat man ja noch so ein bisschen Produktionszeit und dann kam der in den Handel, als dieser Überfall in der Ukraine recht kurz vor, also relativ nah, zeitlich relativ nah dran. Und das ist natürlich schon irgendwie ein komisches Gefühl. Man hat einen Roman geschrieben, in dem jetzt dieser Einsatz militärischer Macht durchaus vergnüglich geschildert ist. Ne? Also ich glaube nicht verharmlosend, aber auch nicht als an sich schon mal grundsätzlich komplett abzulehnen, sondern eben als tragend für eine interessante Actiongeschichte. Und jetzt erlebt man das aber natürlich in einem ganz anderen Kontext, mit einer ganz anderen Konsequenz, wenn man die Nachrichten einschaltet. Was mir nicht klar war, was ich aber interessant fand natürlich, ist, dass dann einige Rückmeldungen von der Leserschaft kamen, die gesagt haben, das ist das, genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Und zwar deswegen, weil ich dann sozusagen lesend mit durch das Feuer gehe und am guten Ende aus dem Feuer wieder rauskomme. Das, was Aristoteles so mit Katharsis bezeichnet hat, so dieses Reinigende, wenn man bei Aristoteles war es eben in der Regel ein Theaterstück, also wenn man ein Theaterstück gesehen hat, mit den Figuren mitgelitten hat, mitgefiebert hat, würden wir heutzutage eben sagen, so durch deren Prüfungen als Publikum mitgegangen ist und am anderen Ende wieder rauskommt. Dass so etwas ist wie so ein reinigendes Feuer, durch das man geschritten ist, was so die ganzen miesen Sachen runtergebrannt hat. Und bei Aristoteles ist der Anspruch sehr hoch, wo man also als besserer Mensch am anderen Ende wieder rauskommt. Das glaube ich jetzt nicht, wenn man jetzt mal einen Heftroman gelesen hat. Aber ich glaube, verstanden zu haben von diesen Leserrückmeldungen, dass man sich zumindest ein bisschen besser fühlt. Dass man eben so 2 Stunden vielleicht mal der etwas komplizierten Wirklichkeit da eine Pause geben konnte und dann wieder zurückkommt und sagt, jawohl, ich fühle mich jetzt irgendwie besser, irgendwie ein bisschen stärker, ich habe jetzt hier so ein bisschen Heldenmut erlebt und so weiter und kann jetzt eben wieder in meinen Alltag einsteigen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Was ich noch persönlich sagen kann, das hat mich selbst überrascht, das finde ich auch heute noch witzig. Ja? Aber das passt halt, das ist eben mein persönliches Verhältnis auch zu diesem Rambo-Franchise. War ja mal Jakobspilger, also ich bin den Jakobsweg gegangen. Und zwar von Köln nach Santiago de Compostela. Das sind 2.500 Kilometer zu Fuß. Und zwar bin ich es gibt verschiedene Varianten. Eigentlich ist es ein Wegenetz. Es gibt nicht den einen Jakobsweg, sondern es gibt so ein Wegenetz. Und ich bin von Köln nach Trier gelaufen zunächst mal. Also das war so der erste Wegabschnitt. Dazwischen liegt die Eifel, also so ein Mittelgebirge. Und ich hatte das absolut falsche Schuhwerk. Ich habe mir nämlich gedacht, ich könnte ja meine alten Bundeswehr-Kampfschuhe, also das, was man so gemeinhin Springerstiefel nennt,
Die könnte ich ja dafür verwenden. Das waren ja immerhin welche, die für die Infanterie gedacht waren. Großer Trugschluss, der darin gipfelte, dass ich nachher mitten in der Eifel 11 Blasen unter den Füßen hatte. Also wirklich drunter. Das waren nur die, die unter den Fußsohlen waren, hatte ich halt 11 Blasen. Die schneidet man dann auf, da gibt es ja alle möglichen Tricks. Ja, dann kann man dann noch irgendwie einen Wollfaden durchziehen, Baumwollfaden durchziehen, dann werden die trockengelegt und so weiter. Aber trotz aller Tricks, 11 Blasen unter den Füßen ist eine Menge. Also man fühlt sich so, ich fühlte mich jedenfalls so, als würde man auf offenen Wunden laufen, was ja auch nicht weit von der Realität weg ist. Das heißt, ich hatte nachher dann eine Tagesleistung am Tag, dass ich so mit meinem Hin- und Hergehumpel vielleicht so 5, 6, 7 Kilometer geschafft habe. So habe ich mich da vorwärts geschleppt. Und das war wirklich für mich, also es gibt natürlich wesentlich Schlimmeres im Leben, ja, das bezweifle ich ja gar nicht, ja, aber für mich war das schon echt eine harte Nummer. Und dann ist schon die Frage, was motiviert einen denn jetzt, dass man das jetzt weitermacht? Denn im Grunde könnte man sich ja in den nächsten Zug setzen, wäre in einer Stunde wieder in Köln und kann sich dann da aufs Sofa hauen. Und das ist natürlich eine attraktive Alternative, wenn man da mit seinen kaputten Füßen durch die Eifel humpelt. Und die Motivation, die mich zunächst mal getrieben hat, war die religiöse. Ich bin halt ein religiöser Mensch, ich wollte diese Pilgerfahrt machen, also diese Pilgerreise machen, diesen Pilgergang absolvieren. Ja? Das war der Grund, warum ich überhaupt losgegangen bin und das hat mich auch ziemlich weit getragen. Das ging aber irgendwann nicht mehr. Mich selbst überraschend hat dann übernommen die Vorstellung, was sagen denn meine Freunde dazu? Den hast du jetzt erzählt. Ich laufe 2.500 Kilometer. Ihr müsst die nächsten Wochen ohne mich ins Kino gehen. Ich bin jetzt hier echt unterwegs. Ich laufe durch die Eifel, dann laufe ich durch Frankreich, dann durch Spanien, nach Santiago und rechnet nicht mit mir. Und dann komme ich nach 2 Wochen zurück. Und was erzähle ich denen denn dann? Das ist ja voll peinlich. Ne? Also man lernt bei solchen Situationen schon viel über sich selbst. Hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das überhaupt was ausmacht, wenn mich das vorher jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja gut, ist halt so, fertig. Aber es hat mir was ausgemacht. Das hat tatsächlich war das dann die stärkere Motivation. Und auch das hat aber nur recht kurz dann noch gehalten. Und tatsächlich, da könnt ihr jetzt lachen, wenn ihr möchtet. Ich lache da auch selbst drüber. Das, was mich bis nach Trier gebracht hat, und in Trier habe ich dann 2 Tage Pause gemacht und meine Füße ausgeheilt und mir vernünftige Wanderschuhe gekauft. Was mich nach Trier gebracht hat, war meine Erinnerung an den ersten Rambo-Film, wo Rambo eine Armverletzung hat und mit Hilfe von seinem Multifunktionsmesser, was eben diesen Angelhaken da drin hat und so eine gebogene Nadel und sowas, sich selbst diese Armverletzung näht. Also er selbst näht sich hier den Arm wieder zusammen. Ja? Das Bild hatte ich, das war irgendwie ganz tief in mir drin und das fand ich sehr vorbildlich. Und das hat mich nach Trier gebracht und in der Folge bis nach Santiago. Ich bin dann am Schluss tatsächlich, also ich bin tatsächlich diese 2.500 Kilometer zu Fuß gelaufen in 99 Tagen und war dann in Santiago de Compostela. Und das ist immer das, was ich so im Kopf habe, wenn man so Diskussionen mitliest über toxische Männlichkeit und wie schlimm das doch ist, dass man da nicht sich eingesteht, dass man aufgeben darf oder irgendwie so etwas und dass man auch eine weiche Seite hat. Und dann denke ich mir immer, mag ja alles sein. Und es gibt bestimmt Leute, die darunter leiden und wo solche Männlichkeitsbilder also ganz übel durchschlagen. Das bestreite ich überhaupt nicht.
Mir hat das geholfen, mein persönliches Ziel zu erreichen. So primitiv es ist, ja, so steinzeitmäßig es von mir aus auch ist, das hat irgendwo dann schon mein Männlichkeitsideal und damit auch mein Selbstbild verkörpert und hat mir geholfen, ich sage das jetzt einfach mal so, über diese offenen Wunden zu laufen, bis nach Trier. Und von daher, in diesem Sinne kann ich sagen, Rambo hat mir geholfen. Also diese Geschichte Rambo war für mich eine inspirierende Geschichte, mit der ich einen ganz konkreten Fall verbinde, in dem mir diese Filmreihe und dieses Vorbild geholfen hat. Das ist nebenbei sicherlich auch eben aufgrund dieser Erzählstrukturen und so weiter mich beeinflusst hat in dem, was ich schreibe, ist, glaube ich, auch klar geworden. Aber das ist meine stärkste Verbindung, was ich jetzt so verbinde mit diesem Rambo-Franchise. Und damit kann ich vielleicht den Bogen schließen zur Themenankündigung, die ich hatte. Ich wollte ja heute erzählen, warum ich dieses Rambo-Franchise so liebe. Und das ist es. Also das ist meine Begründung dafür. Von daher, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, schaut euch diese Filme gerne an oder lest auch insbesondere die ersten beiden Bücher. Das dritte, wie gesagt, ist eine Frechheit. Schaut da ruhig mal rein. Euch muss allerdings klar sein, es sind Actionstreifen, die auch durchaus eine gewisse Altersfreigabe zu Recht haben. Also da werden schon explizite Szenen gezeigt. Das ist bei allem, was man jetzt da so drumherum noch sagen kann, im Kern sind es eben Actiongeschichten. Okay, ich schaue noch mal kurz drüber, was ihr so gesagt habt. Bei Negonaki mit dem Tunnelsystem, das hatten wir schon. Negonaki stellt fest, es hat etwas von Conan der Barbar. Ja. Da könnte man jetzt auch noch mal so richtig einsteigen. Da gibt es nämlich interessante Parallelen und Unterschiede zwischen den Franchises. Aber ich glaube, Conan ist an sich schon so groß, da könnte man vielleicht noch mal einen eigenen Stream drüber machen. Non-Existence meint Conan der Barbar ist ähnlich wie First Blood wirklich unterschätzt. Auch das kann ich nur unterstreichen. Conan der Barbar ist der erste Film, Conan der Zerstörer, der zweite. Conan der Barbar, wichtig ist. Also das ist nochmal, vielleicht ist Conan der Zerstörer sowas wie Rambo 3. Aber okay, aber unterstreiche ich absolut. Angbar, das ist für mich in der Verbissenheit der Schwachpunkt der Reihe, vor allem nach dem gelungenen ersten Teil. Ich glaube, das bezieht sich auf den zweiten. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein Nachteil, sage ich jetzt mal, den ein in ganz großen Anführungszeichen realistischer Stoff gegenüber einem fantastischen Stoff hat. Er kann sich halt nicht lösen von der Einbettung in die reale Welt. Und wenn ich so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung mache, wie sie für so einen prototypischen Actionstreifen einfach aus dramaturgischen Gründen sinnvoll ist, dann unterteile ich halt die Welt in gut, das ist in diesem Fall Rambo, und böse, und das ist wahlweise sind, ist das die amerikanische spießige Obrigkeitsgesellschaft, erster Teil. Es sind die Vietnamesen, es sind die Leute aus Myanmar, es sind die Russen, es sind die, wen gibt es da noch, die Mexikaner. Genau, und das ist natürlich sehr unglücklich, weil das halt real existierende Menschengruppen sind, die da als einseitig böse charakterisiert werden, damit die Story funktioniert. Da habe ich natürlich als Fantastikautor den Vorteil, ich schreibe jetzt zum Beispiel im Battletech-Universum, und wenn ich jetzt sage, die Leute aus der Konföderation Capella, das sind also alles miese Typen, oder die Leute von Haus Kurita oder so etwas,
dann gibt es da keine, zumindest keine 1 zu 1 reale Entsprechung in unserer Welt. Und das ist natürlich schön. Dadurch kann ich sehr viel archetypischer arbeiten, ohne unzulässig Leute in irgendeine Ecke zu stellen. Das ist ein berechtigter Kritikpunkt. Da muss man dem Publikum zutrauen, dass es zwischen der imaginären Filmwelt oder Buchwelt und der realen Welt ausreichend unterscheidet. Das ist so. Dispaginos, Bild von Esther Ufarin, keine Ahnung, wer das ist. Non-existence, der Patriotismus ist schon sehr unangenehm. Das ist auch in gewisser Weise ein kultureller Unterschied. In den USA, übrigens auch in Russland, ich habe ein halbes Jahr in Russland gearbeitet, unterscheidet man sehr stark zwischen Nation und Regierung. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also es gibt da Leute, die sind extrem regierungskritisch, aber auch extrem patriotisch. Die sagen halt, die Regierung veruntreut im Grunde das, was hier die amerikanischen oder die russischen Werte wahlweise halt, wofür die eigentlich stehen, ja, und betrügt das Volk und so weiter. Und das ist bei uns ja nicht so, ne? Also bei uns würde man ja sagen, wenn jemand sehr, sehr patriotisch ist, dann steht er auch voll hinter der Bundesregierung. Das ist da überhaupt nicht. Das ist ein kultureller Unterschied. Also man muss da vielleicht das, was insbesondere mit der Flagge, mit dieser Stars and Stripes-Flagge da verbunden wird, das muss man eher assoziieren mit so bestimmten Freiheit, insbesondere Freiheitswerten, als mit einer bestimmten Politik oder gar politischen Partei. Das ist halt, ich glaube, das wird oft unterschätzt. Das ist eine andere Kultur als unsere dort. Patriotismus, worauf ich hinaus will, Patriotismus bedeutet dort etwas anderes als bei uns. Engos Angbar, Rambo 3 ist eher trashiger Übergang. Finde ich aber durchaus unterhaltsam, wenn auch auf eine sehr stumpfe Art. Ja. Also ich werde mit Rambo 3 werde ich nicht so richtig warm, muss ich einfach sagen. Dispaginos, bei den früheren Westernhelden gab es auch alte Helden, aber die waren nicht mehr die fittesten. Dagegen Schwarzenegger, Bruce Willis sind ebenfalls die fitten Senioren. Also auch bei Bruce Willis finde ich, also Bruce Willis ist, finde ich, dann überzeugend, wenn der so richtig zusammengeschlagen wird in der Filmrolle. Ja, dann, also wenn der so richtig durch die Mangel gedreht wird, dann spielt er am besten, meines Erachtens. Andere Helden haben gerne auch eine schwere Kindheit. Ja, das kann ich auch schlecht haben. Also das ist auch ich natürlich, ne? Also gar nicht geleugnet. Die Menschen haben unterschiedliche Startbedingungen und da spielt natürlich, wie man jetzt aufwächst, in welchem Kontext und so spielt eine ganz wesentliche Rolle. Aber es geht mir echt auf den Geist, wenn ein 40-Jähriger sagt, er ist eine miese Ratte, weil er als 12-Jähriger in der Schule gehänselt wurde. Ja, also irgendwo gibt es ja auch so ein bisschen Selbstverantwortung und die sollte man auch dann mal wahrnehmen. Ne? Also was ich meine ist, das so als Generalentschuldigung für alles zu nehmen, kann ich wenig mit anfangen. Dorosusi findet es toll, wunderbar. Also wie gesagt, ich habe ja auch ein positives Verhältnis dazu. Wobei ich finde es eigentlich schon amüsant, dass man da durch die Eifel humpelt und dann an Rambo denkt. Na gut. Nach den Fußblasen ist klar, warum James Bond nie Pilger war. Ein wunderbares Schlusswort. Adlan findet es sehr nachvollziehbar. Vielen Dank. Gut. Also, ich denke, damit können wir das beschließen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit für dieses Schwerpunktthema. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.